Turnier in der Stadtfeldhalle. Kampf um den Brockenpokal. Spannende und zugleich faire Spiele erlebten die zahlreichen Fans beim 11. Turnier um den Brockenpokal in Wernigerode. In der Stadtfeldhalle trafen Mannschaften aus Dahlingerode-Drübeck, Osterwiek, Ilsenburg, Westerhausen, Langeln und die Gastgeber aus Wernigerode aufeinander. Bereits im ersten Spiel überzeugte die Eintracht aus Osterwiek und gewann nach einem aufregenden Match mit 6:1 gegen die Spielgemeinschaft aus Dahlingerode und Drübeck. Den besten Start sicherte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg, der gleich am Anfang sowohl gegen Westerhausen als auch gegen Dahlingerode-Drübeck gewann. Auch die anderen Mannschaften machten es ihren Gegnern nicht leicht und lieferten den Zuschauern spannende Spiele. Ein Favorit war hier noch nicht absehbar. Vor der letzten Spielrunde ging es noch für 4 Mannschaften um den Brockenpokal. Nach 5 Spielrunden lagen zwischen dem ersten und dem letzten Platz gerade einmal 4 Punkte. Der SV Westerhausen holte sich den Brockenpokal und siegte vor den Ilsenburgern. Durch den Einsatz von Valentin Schmidt hat es die Eintracht aus Osterwiek auf den 3. Platz geschafft. Als bester Torhüter ging Sascha Pohl vom Platz, während sein Mannschaftskamerad Christoph Tantius als bester Spieler und Torschütze ausgezeichnet wurde.